völlig in Ordnung. Ne? Völlig in Ordnung. Schatten, die gilt es aufzulösen. Und dann können wir uns dem nächsten Schritt widmen, der sehr viel Spaß macht, der vierte Pfad. Und den möchte ich hier mal als Heißluftballon darstellen. Jetzt wird es anspruchsvoll, aber wir kriegen das schon hin. Ich sage dazu, es ist ein Heißluftballon. Okay? So, irgendwie so sieht er ja aus. Und hier unten haben wir dann diese Kiste da. Und dann haben wir hier Feuer. Dieses Feuer hat sie hierher gebracht. Dieses Feuer ist die Stimme, der Antrieb, ich nenne das immer universellen Wachstumsantrieb, so universellen Wachstumsantrieb, dahin, das zu erkennen, was wir wirklich sind, unsere Größe anzunehmen, unsere Gaben, unsere Talente. Und da sind wir auch schon bei dem Thema, das ist nämlich die Vision. Das sind ihre Gaben, ihre Talente, das Wundervollste, was es überhaupt geben kann. Die wundervollste Variante von Ihnen. Wie ist Ihr Vorname? Marlies. Die wundervollste Marlies. Die Marlies mit den schönsten Gedanken, mit dem größten Herzen, mit den tollsten Gefühlen, mit der Wahnsinnsausstrahlung. Sie merken schon, was in Ihnen vorgeht gerade, wenn man das nur hört, ne? Okay. Nee, naja, war nicht so, aber bei vielen, ne? Ist ja schon schwierig, wenn ich auf jemanden zugehe und ihm sage, Sie haben eine wahnsinnig tolle, schöne Ausstrahlung. Ja, wie meint er das jetzt? Ne? Also dieses Nehmen können unserer eigenen Vision, unserer eigenen Schönheit, das kennen Sie alle, ne? Das Nehmen können von unserer Größe allein. Ich weiß noch, ich war aber auch so einer Heilsitzung, eine ganz spannende Schamanin, eine Kollegin, die hat mir dann ein Mantra, einen Glaubenssatz mitgegeben, den sollte ich mir dann auf den Schreibtisch stellen. Das war jetzt nicht Neues für mich, aber dieser Glaubenssatz war interessant. Und zwar, ich nehme jetzt meine Größe an. Ich glaube, ich habe 4 Wochen gebraucht, bis ich einen Zugang überhaupt dazu gefunden habe, diesen Satz anzunehmen innerlich. Ich habe den natürlich gelesen immer wieder. Gar keine Frage, wie wir das so machen. Ne? Wir lesen ja viel im Laufe des Lebens. Kennen Sie den Unterschied zwischen lesen und umsetzen können? Ne? Und wissen und umsetzen können? Es ist ein riesen Kilometer dazwischen, die weiteste Brücke überhaupt. Und es hat ganz lange gedauert, bis mir das möglich war, das überhaupt anzunehmen. Bis ich verstanden habe, was damit überhaupt gemeint sein könnte alles. Im Zuge dieser Entwicklung ist dann auch die Glücksschule entstanden und Happiness, das, was mein Leben mehr erfüllt als alles andere. Und das ist der Lohn sozusagen für Sie, die Ernte ihrer eigenen Vision, diesen Weg zu gehen, die Ernte, die hier drin verborgen ist, das ist die totale Erfüllung. Das ist etwas zu tun, wofür man nicht zurückhaben möchte und völlig erfüllt ist. Und das ist schon spannend, nicht zurückhaben, fast unvorstellbar. Gehe ich immer wieder gerne in das Thema Beziehung rein, weil die meisten Beziehungen sind Handelsbeziehungen. Ich gebe dir was, was ich zu geben habe, du gibst mir was, was du zu geben hast, und die Problematik ist erst dann, wenn einer aussteigt aus dem Deal. Und das tut immer einer, wissen Sie warum? Immer, es muss so sein. Es tut immer einer, weil es nämlich nicht glücklich macht. Das heißt, ich kriege zwar das, was ich glaube, zu brauchen, aber es macht mich nicht mehr glücklich. Und deswegen steige ich aus. Und dann gibt es Schwierigkeiten. Weil diese Erfüllung, die wir tatsächlich suchen im Leben, diese Erfüllung können wir nur dadurch empfangen, indem wir etwas geben. Das hat, glaube ich, Jesus gemeint, wenn das so geschrieben wurde, stimmt, aber ich glaube, sowas kommt mit Sicherheit von ihm. Geben ist illegal, denn nehmen. Weil wir alle nur haben wollen, weil wir im Mangel leben unter Umständen, von klein auf an, nämlich das Wichtigste, was wir gerne gehabt hätten, die Liebe, die Anerkennung und so weiter nicht gehabt haben. Und dann läuft man mit so einem Mangelgefühl durchs Leben. Und ich weiß, mein Gott, ich bin als junger Mann, ich glaube, also ich bin mit jeder Frau ins Bett gestiegen, wo ich das Gefühl hatte, von der kriege ich ein bisschen Liebe. Und bis ich das erstmal geschnallt habe, vergingen ganz schön viele Jahre. Da kam ein Problem mit. Das war meine Chance, überhaupt mal das zu bekommen. Vielleicht kennt es der eine oder andere. Vielleicht haben sie sich nicht getraut, vielleicht hätten sie es gerne getan. Ich habe mich getraut. Und das gilt es nicht zu bewerten. Das war mein Lösungsmodell. Und wir alle haben Lösungsmodelle entwickelt in unserem Leben. Lösungsmodelle, um das zu bekommen, was wir haben wollen, in irgendeiner Form. Der Nächste klaut oder raucht oder nimmt Drogen. Ich habe eigentlich alles gemacht. Aber ja, du musst ja alles mal ausprobieren. Völlig egal. Aber es hat mich alles nicht glücklich gemacht. Absolut nicht. Die Erfüllung kam dann in mein Leben, wo ich tatsächlich hier
wo diese Vision anfing so zu fliegen, wo ich so merkte, hey, das sind meine Gaben, das sind meine Talente, das magst du tun, auch wenn du nichts dafür bekommst. Das ist genial. Und wissen, was dann passiert? Ich habe immer ganz viele Sachen getan, um was zu bekommen, das habe ich dann nicht bekommen. Ja? Und seitdem ich das tue, ja, habe ich eigentlich alles, was ich brauche und viel, viel mehr. Das ist ganz spannend. Das ist tatsächlich das, was in vielen Büchern auch steht. Und das funktioniert, ne? Von Leuten, die das so erlebt haben. Es funktioniert. Aber der Weg ist immer der gleiche. Den Weg des Herzens herausfinden, die Intuition, die innere Stimme, die innere Führung finden und dann auf nichts anderes mehr hören. Dann die eigene Macht, die Kraft, die Verantwortung übernehmen. Dann sich darum kümmern, seine Schatten zu lösen. Die möchte ich hier nochmal einbauen. Nicht, dass ihr glaubt, es geht schon los mit dem Fliegen. Weil was die meisten Menschen hier vergessen, sind die Schatten. Und die male ich jetzt nochmal etwas anders hier ein. Jeder Heißluftballon ist am Anfang zumindest festgenagelt am Boden. Und das Einzige, was sie trennt von dem Abflug ihrer Vision, das Einzige, es gibt nichts anderes, sind diese Anker hier unten. Und diese Anker sind Glaubenssätze in erster Linie, weil das Leben das ist, was wir überzeugt sind, was das Leben ist. Ja? Und diese Glaubenssätze, die meisten sind nicht unsere. Das sind Mamas und Papas und Kollektive. Kollektiv so, das tut man nicht. Also jeder, der jetzt eben so zuckte, so nach dem Motto, jeder hat ja mit jeder Frau geschlafen und so. Und da war so ein kleiner Widerstand. Vertrauen Sie darauf, ist ein von Ihnen gelernter, konditionierter Glaubenssatz. Das ist eine Bewertung, die Ihrem eigenen Potenzial in den Weg steht. Meinem nicht. Ja? Das ist spannend. Also diese ganzen dogmatischen Dinge, die wir so drin haben hier oben, die uns fernsteuern tagtäglich. Das ist, sind solche Anker. Die gilt es zu durchschauen und loszulassen. Und das können wir gerne gemeinsam machen. Das ist mein täglich Brot. Das nächste ist traumatische Dinge, die wir selber erlebt haben. Also die wirklich im emotionalen Körper eingeprägt sind. Wir haben einen emotionalen Körper, wir haben einen Energiekörper. Nicht zu viel drüber gesprochen jetzt, aber dieser Energiekörper ist sehr massiv, weil wir können den nicht einfach mit unseren Gedanken bereinigen. Das ist die Schwierigkeit dabei. Nicht einfach so mit unseren Gedanken. Sie müssen sich vorstellen, unser Denken macht ja ganz, wir haben am Tag 60 Millionen oder so Gedankenblitze. Wie viel nehmen wir davon wahr? Ja. Also im Grunde genommen guckt jeder Mensch mit so einem kleinen Strohhalm durch den St. Gotthard-Tunnel von seiner Wahrnehmung. Das andere kriegen wir gar nicht mit. Das ist ganz klein. Wo wir Menschen gelernt haben, wo wir uns darauf verlassen sollen, auf unsere Logik, auf unseren Verstand, das ist das Schwächste, was wir mitbekommen haben. Muss man sich mal überlegen. Und darauf bauen wir unser ganzes Leben auf. Und gehen in die Richtung, was wir nicht verstehen, machen wir nicht. Ja, das ist ganz, ganz wichtig zu verstehen, dass diese Dinge hier unten so massiv sind. Wenn das nicht da wäre, wären sie doch schon woanders. Dann wären sie hier bestimmt nicht hergekommen heute. Was wollen sie denn hier? Mal ganz ehrlich. Es gibt wärmere Gebiete, schönere Gegenden. Ja? Mal ganz ehrlich. Stellen wir mal vor, sie wären vollkommen heil, erleuchtet und hätten 3 Millionen auf dem Konto. Wären sie heute hier? Vielleicht, um hier zu stehen, um anderen Leuten den Weg zu zeigen, aber ansonsten wahrscheinlich nicht. Ja. Weil wir nach einer Erfüllung suchen, deswegen treffen wir uns hier. Und ich habe die Erfüllung, hier vor uns zu stehen. Das ist der einzige Schritt, wo ich ein Stückchen weiter über die Brücke gegangen bin. Und das war es auch schon. Ja. Und das ist sehr, sehr spannend, was passiert, wenn wir diese Dinge lösen. Weil wir brauchen uns gar nicht auf was anderes konzentrieren, sondern mit dem Lösen dieser Seile, Verbindung zu Mama und Papa, ne? Systemische Dinge beispielsweise. Ja. Die Eltern, ganz, ganz wichtig. Jeder liebt seine Eltern, und zwar abgöttisch. Und die, die sie am wenigsten lieben, lieben sie am meisten. Die, die am meisten Widerstand damit haben, lieben sie am meisten. Und das ist das Problem. Weil solange wir uns im Widerstand befinden, sind wir in der Bindung, und zwar ganz massiv. Und wenn diese Bindung nicht in Frieden und Liebe und Vergebung, diese ganzen hochwertvollen Worte, die es dafür gibt, aber die gar nicht beschreiben können, worum es eigentlich wirklich geht, wenn diese Verbindung nicht wirklich integriert ist und geklärt ist und irgendwann mal verstanden wird, dass ich sage, mein Papa bin ich selber, meine Mutter bin ich selber und das sind meine größten Geschenke, wird es schwierig im Leben. Und vielleicht, wenn Sie das jetzt hören, geraten Sie auch in einen kleinen Widerstand, das mag sein. Aber glauben Sie mir, das ist genau der das verhindert, was Sie eigentlich erreichen wollen. Und ich weiß, dass das wehtut. Und wenn Sie meine Geschichte kennenlernen würden, die war voller Missbrauch und Verlassen, dann wüssten Sie, dass ich weiß, wie das wehtut. Aber wir haben alle unser Säckchen zu tragen. Und letztendlich ist der Weg, wie man es lösen kann, wichtig. Es geht also darum, diese Dinge hier zu lösen. Jetzt haben wir eine ganz interessante Zeit. Nur mal ganz kurz 2012, Anhebung Bewusstsein.
kollektives, neue Schwingungsebene und so weiter, hört man ja viel heutzutage. Ich möchte zwei Sachen nur dazu sagen. Wir leben in einer Zeit, wo es kaum noch möglich ist, die Lügen zu ertragen, die wir vor 10 Jahren noch ertragen konnten. Vielleicht merken Sie das. Mehr brauchen wir dazu gar nicht wissen. Und das sind alles Lügen. Denn all das, was hier unten uns festnagelt, ist eine Illusion. In Wirklichkeit ist all das Liebe. Und nur wer das erkannt hat, kann es lösen. All das ist Liebe. Jeder Glaubenssatz, den ich übernommen habe, habe ich aus Liebe übernommen. Aus bedingungsloser Liebe. Das so sein wie Mama, habe ich aus Liebe in mir getragen, übernommen. Und so weiter und so weiter. Wir können da lange drüber reden. Vielleicht haben wir heute die Gelegenheit. Und es macht Spaß, diese Dinge aufzulösen in Liebe, weil dann die Kraft von ganz alleine kommt. Und jetzt sage ich Ihnen, was nicht passiert, wenn man das nicht tut, also was passiert, wenn man das nicht tut, das ist Burnout. Vielleicht lesen Sie es im Moment überall, das ist die Krankheit der Zeit und es wird noch ein bisschen heftiger werden. Warum? Weil der Wachstumsimpuls, der kollektive, der Schwingungsimpuls, der da ist, enorm angestiegen ist. Das heißt, das Feuer hier ist riesig groß geworden und viel mehr Menschen wird bewusst, was eigentlich ihre Vision ist. Sie wären ja alle heute nicht hier, wenn sie schon eine Ahnung hätten. Eigentlich will ich was ganz anderes. Ich stehe eigentlich in den... Na? Ich bin eigentlich... Ich weiß nur noch nicht wie, aber eigentlich na, könnte was anders sein. Ja? So ist es bei den meisten. Dieser Antrieb ist so massiv. Die Problematik ist nur, wenn die Dinge hier unten nicht gelöst sind, dann entsteht hier Struggle, hier entsteht Stress, und zwar massiv. Das ist Burnout. Ich habe 3 davon gehabt, ich weiß, wie das ist. Ja, das hat mich alles dahin gebracht, zu dem, was ich heute mache. Also ich weiß auch, wie sich das anfühlt. Das sind meistens keine depressiven Menschen, das sind hochmotivierte Menschen. Und Depression ist übrigens witzigerweise etwas ganz Ähnliches, obwohl sie es anders äußert. Es ist die Ebene, dass ich da gar nicht hingucken will. Ich will nur die Lichtseite haben. Ja? Die Depression entsteht meistens dann, wenn ich völlig ausblenden, den Schatten völlig ausblenden möchte, sondern nur die Lichtseite haben möchte. Ja, und jetzt haben Sie eigentlich auch schon den 4. Pfad von Happiness kennengelernt. Der nennt sich Licht. Das soll jetzt hier nicht sonderlich esoterisch sein. Ich bin sehr bodenständig. Sondern nicht hier, das geht hier jetzt nicht um Licht und Liebe und Tralala, sondern hier geht es wirklich darum, das eigene Licht zu erkennen. Ja? Die eigene Größe zu erkennen. Und ich bin auf diese Begriffe gekommen, weil es gibt ja diesen wunderschönen Ausspruch, wenn man in einen dunklen Raum kommt, dann muss man nicht die Dunkelheit vertreiben, sondern nur das Licht anmachen. Und das ist sehr spannend. Und das tun wir auch mit jeder Schattenarbeit. Jede Schattenarbeit ist im Grunde genommen eine Lichtarbeit, weil wir etwas bergen und Licht drauf werfen. Sprich, wir sind bereit, es uns anzuschauen. Wir sind bereit, hinzugucken. Und eine der allerschönsten Lichtübungen, die es dazu überhaupt gibt, für sich, für seinen Alltag, für das Leben so draußen, ist das, sich tatsächlich alles, was wir im Leben erleben, als Geschenk anzugucken. Warum? Weil ich dann ein positives Licht drauf werfe. Also etwas, was aussah wie ein Schatten, beginne ich schon gleich mit meinen im Moment zur verfügbar stehenden Kräften, und da habt ihr alle ganz, ganz viel von, irgendwo ein Stückchen zu transformieren. Also irgendwo zu etwas Lichtbarem zu machen, zu etwas Hellerem zu machen, indem ich nicht mir was vormache, sondern indem ich genau hinschaue, genau spüre, was macht das alles mit mir, aber wo ist auch das Geschenk dabei. Und dazu abschließend eine kleine Übung, die Ihnen das verdeutlicht, und dann sind wir auch schon tatsächlich durch. Darf ich mal Ihnen zeigen, ganz was Leichtes. Ich greife jetzt hier einfach nur so hin. Geht das so? Spüren Sie mich? Ja. Nein. Sie spüren sich selber nur. Sie spüren nur sich selber. Jeder Mensch, der Ihnen begegnet, jeder, hilft Ihnen nur, dass Sie sich selber spüren können. Und das ist so interessant, das müssen Sie mal verinnerlichen, was das bedeutet für Ihr Leben. Jeder Mensch und alles, was uns begegnet, hilft uns, dass wir uns selber wahrnehmen können. Und das ist das Wertvolle an jeder Beziehung. Neil Donald Walsh hat mal gesagt, stellen Sie sich vor, Sie sind in einem völlig weißen Raum und hängen da in der Mitte drin, nicht mal an einem Seil, nichts, da ist nichts, nur weiß um Sie herum. Wer sind wir dann? Wer sind wir dann? Wir wissen es nicht. Wenn da wenigstens eine Fliege an der Wand sitzen würde, dann würden wir eine Beziehung haben und können sagen, ich bin anders als die Fliege. Aber wenn da nichts ist, wer wären wir dann? Und das ist das Geschenk einer Beziehung. In dem Sinne wünsche ich Ihnen einen glücklichen Tag hier heute. Schauen Sie gerne mal am Stand vorbei.